Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Beauty Day. Woo! Und ja, wir sind im Phantasialand. Es ist ein Mittwoch. In NRW sind Ferien. Das Phantasialand liegt in NRW. Und wir gucken heute einfach mal, wie viel man an einem Tag schafft. Und wir haben jetzt keinen direkten Plan. Wir wollen als erstes Wasserbahn fahren, weil ich glaube, dass die halt am Nachmittag sehr voll wird. Weil am Anfang wollen die Leute nicht so nass werden. Und wir stehen schon hier in Mexiko. Ja, und hier passt es hier direkt. Kevin einen Kaffee. Muss genau. Auch direkt dokumentieren. Ja, Kaffee muss sein. Chia Pass war uns dann da gerade doch zu lang. Dann wollten wir eigentlich River Quest ausprobieren. Bei River Quest wissen sie aktuell noch nicht, wann sie öffnen. Und weil wir heute einige schaffen wollen, gehen wir jetzt erstmal zum Mystery Castle und fahren damit. Erste Attraktion abgearbeitet, Mystery Castle. Im Phantasialand darf man keine Aufnahmen in den Attraktionen machen. Mystery Castle ist quasi ein Bungee Drop Tower, der ziemlich cool ist, wo man hochgeschossen wird und wieder runtergeschossen wird. Das alles findet im Dunkeln statt. Und oben habt ihr dann noch so quasi Blitzlichter, die ein bisschen leuchten. Es gibt 3 Fahrprogramme, wobei davon aktuell eigentlich nur noch 2 Fahrprogramme genutzt werden. Es gibt ein etwas kürzeres und ein etwas längeres. Wir hatten in dem Fall jetzt das kürzere. Und jetzt schauen wir mal, ob River Quest läuft. Und ja, gucken wir mal. Cedric, wie lange haben wir gerade eigentlich gewartet? Ja, ich würde sagen so 15 Minuten, vielleicht 10 bis 15, sowas in die Richtung. Geht fit. Genau, River Quest ist gerade auch nicht, funktioniert nicht. Bei Maus und Schokolade hat die Wartezeit bestimmt 10 Minuten, so wie in der App. Und seit diesem Jahr hat auch wieder die komplette Queue-Line auf bei Maus. Und die schauen wir uns das gleich mal an. Das ist nämlich Raum 1, der fast 5 oder 6 Jahre zu war. Da hinten kommt der nächste Raum, der auch irgendwie die Jahre lang zu war. Und jetzt kommt mein Lieblingsraum, der ist echt nice. Der Raum gefällt mir richtig gut. Normalerweise wird hier noch mal ein bisschen erklärt, wie Maus und Schokolade funktioniert. Aber der Ton ist leider aus. Ihr wisst Bescheid, dass Video- und Tonaufnahmen während der Fahrt So, gerade eben unsere Brille bekommen, wurden noch mal darauf hingewiesen, dass während der Fahrt Video- und Tonaufnahmen nicht erlaubt sind. Hier riecht es lecker nach Vanillekerze, finde ich. Nach Vanillekerze. Ich finde das wie nach Vanillekerze, so wie bei Ikea die Vanillekerze. Und jetzt geht es hier unten auf Musikola, denn die Mäuse müssen verjagt werden. Da braucht ganz dringend Verstärkung. Ja, bei Maus und Schokolade hat die Wartezeit gestimmt. Am Ende hätten wir sogar sitzen bleiben können und noch eine Fahrt machen können, weil sehr wenig los ist. Maus und Schokolade ist ein interaktiver Dark Ride, wo man so mit Törtchen, wo man Mäuse aus einer Törtchenfabrik rausjagen muss mit so Spritzbeuteln. Frag ich mich, ist das die Törtchenfabrik von Törtchen Co? Und besorgen wir dafür, dass sie da keine Mäuse haben? Ja, dann haben wir es aber gut gemacht, weil, lecker, lecker, lecker. Genau, ihr müsst gucken, dass Törtchen und Co, der Verkauf der Törtchen nicht gestört wird. Und ist richtig cool für Familien, macht es auf jeden Fall Spaß, was Interaktives. Man kann sich gegenseitig mal betteln und am Ende gibt es noch so den Monster-Rekord, den man meistens nicht schafft. Wäre cool, wenn es so einen Tagesrekord geben würde oder einen Wochenrekord, dann könnte man es sogar häufiger am Tag fahren, weil man dann Motivation hätte, den Rekord zu knacken. Wohin geht's denn jetzt? Laut Apps zeigt es an, so Fly 30 Minuten und da gehen wir jetzt mal hin. Von Fly und bei Fly ist die Besonderheit, dass man halt unter der Schiene hängt und quasi über den kompletten Themenbereich fliegt. Und ja, ich habe jetzt quasi 55 Minuten gewartet, bis ich dann in der Station drin war. Auf der App statt 30 Minuten, also ein bisschen länger, ein bisschen viel länger. So, ich befinde mich jetzt hier in Boost Town. Da sollen die Vinyas angeblich laut App 20 Minuten Wartezeit haben. Das werde ich jetzt als erstes machen. Und da mache ich Crazy Bets laut App 10 Minuten. Also im hinteren Bereich ist meistens nicht so viel los. Der Cedric, mein Brudi, der schaut sich gerade die Show an. Dafür habe ich auch keine Zeit. Ich will ja heute so viel wie möglich im Park fahren. Von den Vinyas runter. Und die Vinyas ist eine Achterbahn, die sich spinnt. Die ist ziemlich cool. Es ist jetzt nicht so eine
Spinning-Achterbahn, die ihr vielleicht von der Kirmes kennt. Das ist schon mit verschiedenen Elementen auch. Man fährt quasi erstmal in so einen Aufzug hoch, dann wird man hochgezogen und dann fällt man quasi, also man fällt nicht runter, aber dann geht die Strecke quasi los. Es gibt noch Kippweichen und auch noch eine Stelle, wo die Schiene quasi ein bisschen nach unten sackt. Und das ist ganz cool. Und ja, das ist eine Doppelanlage. Man hat aktuell keine Möglichkeit, sich die Achterbahn auszusuchen. Da wird man eingeteilt. Und jetzt gehe ich hier mal auf den Tiddle-Tuddle-Tree drauf. Den nehme ich einfach mal mit. Ich will ja heute so viel fahren wie möglich. Ja, der Tiddle-Tuddle-Tree, man wird quasi ganz schnell hochgezogen und wieder runter. Man hat eine schöne Aussicht auf die Vineyards, auf die komplette Halle hier in Woodstown. Es ist jetzt nichts krass Besonderes, aber als Familienfahrgeschäft ist das schon ziemlich cool. Kinder haben immer Spaß, da kriegt man so ein bisschen Kribbeln im Bauch. Und ja, bei den Vineyards habe ich gerade 20 Minuten gewartet, da hat die Wartezeit gestimmt. Beim Tiddle-Tuddle-Tree stand 5 Minuten in der App. Das ging ein bisschen schneller, da war ich quasi nach 3 Minuten im Fahrgeschäft drin. Und jetzt geht's zu Crazy Bets. Laut App 10 Minuten Wartezeit und ich schaue mal, ob das stimmt. Ja, da komme ich von Crazy Bets. Crazy Bets ist quasi eine ganz, ganz lange Indoor-Dunkelachterbahn. Normalerweise fährt man da mit einer VR-Brille durch, aber die gibt es aktuell nicht. Corona, aus Corona-technischen Gründen. Und deswegen ist es jetzt nur eine sehr, sehr lange Dunkelachterbahn. Eine sehr nette Bahn, macht auf jeden Fall Spaß und auch für das Alter fährt sie sehr sanft. 10 Minuten waren angeschlagen, 5 Minuten habe ich gewartet und ja, der Würmlinger Express ist hier auch direkt in der Nähe. Da steht auch 5 Minuten drauf. Den kann man mal mitnehmen, ist jetzt nichts krass Bewegendes, aber so eine kleine entspannte Fahrt ist es auf jeden Fall wert. Der Würmling Express ist einfach so eine kleine Rundfahrt zum Entspannen. Jetzt habe ich mal in die App geguckt, Chiapas ist gerade sehr voll, wir haben gerade Mittagszeit. Aber im Park sind sehr viele Jugendliche aktuell unterwegs, gar nicht mal so viele Familien. Das heißt, die essen jetzt nicht unbedingt klassisch zur Mittagszeit. Beim Würmling Express stand gerade 5 Minuten Wartezeit dran, aber man konnte direkt durchgehen. Und ich schaue mal, ob ich jetzt mich bei Chiapas anstelle. Knapp 60 Minuten Wartezeit ist ein bisschen viel, aber ich muss heute vorankommen. Also ein paar Attraktionen will ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Verrückte Hotel Tartuff befindet sich in Berlin und da geht es jetzt hinein. Laut App braucht man ungefähr 15 Minuten Wartezeit. Ich bin mal gespannt, wie lange wir warten. Und da geht es jetzt hinein. Maske auf und ja, ab in die. Wir kommen aus dem Hotel Tartuff, 15 Minuten waren angeschlagen, wir haben jetzt etwas mehr als 10 Minuten gewartet. Hotel Tartuff ist ein Laufhaus quasi, wie man es von der Kirmes kennt, mit ein paar Laufhauselementen. Nur eben viel, viel besser als von der Kirmes. Genau, schön dekoriert. Heute haben sie sehr viele ins Hotel gelassen. Aber ja, so gab es halt ab und zu mal ein bisschen Stau. Aber ein echt wunderschönes Laufhaus und kann man auf jeden Fall mal machen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt zu Black Mamba. Ja. 30 Minuten steht an der Attraktion, so wie auch in der App. Und jetzt stellen wir uns einfach an und sind mal gespannt, wie lange wir warten müssen. Von der Black Mamba runter. Wartezeit hat gestimmt, 30 Minuten, so wie in der App. Und wir haben 30 Minuten gewartet. Ist eine Achterbahn, wo man quasi hängt. Und war bis vor kurzem auch noch die einzige Achterbahn im Park mit einem Überschlag.
dass seitdem Fly da ist, ist das jetzt nicht mehr der Fall. Ist eine richtig coole Achterbahn. Ich finde es sogar die intensivste Achterbahn, die der Park hat. Und jetzt müssen wir uns halt irgendwie dann doch mal für Skiapass anstellen und da geht's jetzt hin. Wir stehen jetzt bei Skiapass an. 60 Minuten Wartezeit in der App und auch vorne steht 60 Minuten. Uiuiui, aber wir müssen durch. Mal gespannt, wie lange wir wirklich warten. Wir kommen gerade von Skiapass, der Wasserbahn hier im Phantasialand. 5 Ebene, 3 Abfahrten, eine davon rückwärts. Man wird gut nass. Ja, das ist gut nass geworden. Und es ist halt echt eine sehr, sehr schön thematisierte Wasserbahn. Muss man auf jeden Fall machen. 60 Minuten war angeschlagen, stand auch in der App. 35 haben wir jetzt nur so gewartet. Genau, 35, also kürzer. Und ja, du willst jetzt was richtiges essen gehen? Ja, für mich geht es jetzt ins Uhrwerk. Und ich muss mal gucken, ich glaube, ich fahre Talokan oder so. Dann tschüss, Gavelino. Tschüss. So, Talokan war gerade zu voll, mache ich später vielleicht noch. Jetzt mache ich Colorado. 5 Minuten Wartezeit laut App. Da hat sich die Wartezeit auf jeden Fall stark reduziert. Heute Morgen war da eine Schlange bis hinten zum Silverado. Und jetzt geht's zu Colorado. Ich komme hier gerade von der Colorado runter, eine Familienachterbahn, ein Mine-Train, macht immer wieder Spaß und hat auch eine sehr, sehr gute Kapazität. 5 Minuten Wartezeit stand dran, 10 Minuten Wartezeit waren es dann am Ende, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt schaue ich mal, Geister-Rikschas hier in der Nähe, die können wir direkt mitmachen, da ist auch keine Wartezeit meistens. Bin ich mit der Geister-Rikscha gefahren. Das ist quasi ein Dark Ride mit einem Endlos-System. 5 Minuten Wartezeit war angeschlagen, 0 Minuten Wartezeit waren es dann in echt. Mir gefällt die Szene mit dem Schiff später am besten, da wo auch der Wind ist. Die wurde ja ein bisschen noch überarbeitet, schön beleuchtet und die ist schon ziemlich cool. Hinter mir steht der Feng Yu Palace und da geht es jetzt hinein. Wartezeit angeblich 10 Minuten, da geht es rein, dann haben wir es auch abgehakt. Feng Yu Palace. Und was ist das? Was versteckt sich dahinter? Es ist quasi ein Madhouse. Wie soll man sich das vorstellen? Da drin ist so eine Schiffsschaukel und der Raum dreht sich auch nochmal. Die Schaukel schaukelt ein bisschen, der Raum dreht sich und dann hat man das Gefühl, dass man quasi sich überschlägt in dem Raum. Interessantes Fahrgeschäft, ist aber auch schon älter und die Illusion, wenn man sie halt kennt, ist sie halt nicht mehr so stark. Aber beim älteren Parkpublikum kommt die Attraktion immer noch sehr gut an. Ich hatte jetzt gerade 10 Minuten Wartezeit und das hat auch ungefähr hingehauen. Nicht, weil man so lange warten musste, weil die gewartet haben, bis die Attraktion einigermaßen voll wird. So, und jetzt muss ich dann doch irgendwie mal zu Talokan, gell? Viel habe ich nicht mehr im Park. Taron wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Ich habe gerade gesehen, dass bei Raik nicht so viel los ist. Da steht zwar 20 Minuten, aber ob das stimmt, das werden wir mal auschecken. Ich stelle mich mal an, weil man kann gut von der Brücke aus sehen, wie weit die Q-Line geht. Und da stehen sie nicht. Ich glaube, ich bin relativ schnell dran. Ich schaue mal auf die Uhr und dann nehmen wir Raik doch einfach nochmal mit. Ich komme gerade aus Raik raus. 20 Minuten waren angeschlagen. Ich habe gute 5 Minuten gewartet. Raik ist ein Family-Bumerang. Was heißt Bumerang? Sie fährt quasi einmal hoch, fährt runter und fährt die Strecke dann auch nochmal rückwärts durch. Und die Besonderheit bei Raik ist, dass man die Achterbahn schon ab 1 Meter fahren kann. Deswegen, was für die ganze Familie, das Kind muss nur 1 Meter hoch sein und dann darf es mit Begleitung diese Achterbahn fahren. Macht Spaß, ist jetzt nichts krass Besonderes, aber die Kleinen haben auf jeden Fall Freude an der Bahn. Jetzt stehe ich hier nochmal bei Talokan. In der App steht 15 Minuten, an der Wartezeige steht 30 Minuten. Die Q-Line ist auf jeden Fall kürzer geworden. Ich stelle mich an. Mal gespannt, wie lange ich im Endeffekt warten muss.
Tarnokan, die Kotzmaschine hier im Phantasialand. Es ist ein Topspin, habt ihr gerade gesehen, und er macht unheimlich viele Überschläge. Einzigartig, so wie er halt verkleidet ist, mit dem Wasser und den Feuereffekten. Und ja, ich habe gute 25 Minuten gewartet, doch länger als gedacht. Die App hat 20 gesagt, hier steht 30, also die Mitte ist es geworden. Und ja, es ist gerade sehr dunkel. Eigentlich müsste ich jetzt entweder zu Taron, weil das macht in einer halben Stunde zu. Die schließen nämlich schon um 17 Uhr, die Q-Line eine Stunde vor Parkschluss. Der Park ist sehr gut gefüllt, eine verlängerte Parkzeit gibt es leider nicht. Ich stelle mich jetzt hier bei Taron an. 60 Minuten Wartezeit laut App. Monitor vor der Attraktion ist kaputt, also keine Ahnung. Mal gespannt, wie lange ich hier warte. Taron auch abgearbeitet, so habe ich jetzt fast alle Großattraktionen. Eine Attraktion fehlt noch, die war heute Morgen ja down. 60 Minuten Wartezeit war angeschlagen, 45 Minuten haben wir gewartet. Die Abfertigung war diesmal echt klasse bei Taron. Taron ist quasi ein Multi-Launch-Coaster mit richtig viel Geschwindigkeit. Müsste, glaube ich, die schnellste Achterbahn im Park sein. Und ja, jetzt geht es zur letzten Attraktion. Meine Güte, fast alles geschafft an einem relativ vollen Tag. Die letzte Attraktion wird River Quest sein. River Quest ist relativ voll, die war aber auch am Anfang zu. Und 55 Minuten Wartezeit ist angeschlagen. Mal gespannt, wie lange ich hier warte. Oder wie lange wir hier warten. Quest auch abgehakt, somit habe ich jetzt alle Großattraktionen ein bisschen was Kleines noch geschafft. 55 Minuten Wartezeit war angeschlagen, 45 Minuten Wartezeit haben wir gewartet. Ja, River Quest ist eine Raftingbahn, aber jetzt nicht so eine Raftingbahn, wie ihr die aus den anderen Parks kennt. Sie hat schon besondere Sachen drin. Also man fährt mit dem Aufzug auch wieder hoch und dann geht es steil bergab und ja, man kann sich bei der Raftingbahn auch nicht gegenseitig überholen. Man wird aber auch sehr nass, wenn man die fährt. Ja, das soll es gewesen sein an dieser Stelle und ja, es war sehr voll im Phantasialand. Man hat aber ohne Probleme trotzdem alle Großattraktionen geschafft. Ihr habt es ja gesehen, auch wenn die Wartezeiten etwas höher waren. Man kriegt auch an vollen Tagen ohne Probleme alles im Park erledigt und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal wieder richtig viel zu fahren. Wir werden jetzt den Park verlassen und ja, die Vivi hat mich abgeholt. Hallo Vivi! Hallo! Der reine Wahnsinn. Taxi ist da. Mein Taxi ist da, mein persönliches Taxi. Ja. Und ja, wie gesagt, man kann auf jeden Fall alles schaffen. Essen ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, Schoß ist auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber das ist letztendlich auch Nebensache. Wenn ihr vollen Eintritt zahlt, dann wollt ihr eigentlich eher die Attraktion fahren. Das soll es gewesen sein. Euch noch viel Spaß auf YouTube und wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dann, Henne. Tschüss.